4 Minuten sind gespielt zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA. Die Amerikaner erkennen sie an den weißen Trikots. Der Spielstand 9-6 für die USA, also ein 3-Punkte-Vorsprung. Das ist wahrlich noch nicht viel. Aber jetzt Fehler in der deutschen Mannschaft. Kenny Smith, der Mann mit der Nummer 7, der Aufbauspieler bei den USA, mit einem Fastbreak, einem Schnelldurchbruch nach einem Fehler im deutschen Spielaufbau. 11-6 also. Es ist sehr heiß hier in Malaga, unten auf dem Parkett der Halle, mit Sicherheit 33, wenn nicht 35 Grad Celsius, hohe Luftfeuchtigkeit. Michael Koch, der junge Gießner, Sova, Behnke, Vadeen und Welp, da haben sie auch die 5 Spieler, die für die deutsche Mannschaft auf dem Parkett im Augenblick sind. Gunter Behnke, der längste Spieler des Turniers mit 2,21 Meter, Gunter Behnke aus Leverkusen. Es ist das dritte Länderspiel zwischen einer Mannschaft der USA und der Bundesrepublik Deutschland. Die USA, die jetzt wieder auf 13-8 aus einem 5-Punkte-Vorsprung durch Charles Smith erhöhen können. Vor 16 Jahren haben die Deutschen einmal sehr hoch mit 49 Punkten zu Hause verloren. Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles hielten sie sich sehr achtbar mit einer 11-Punkte-Niederlage, wie es heute ausgehen wird bei dieser Weltmeisterschaftsvorrunde. Nun, wir werden es sehen. Michael Koch, dann Lutz Vadeen, dem Steve Carroll, einer der beiden weißen Amerikaner, den Ball aus der Hand spielt. Aber die Deutschen bleiben im Ballbesitz, da hier ein Foulspiel gegen den Amerikaner Kerr angezeigt wurde. Da haben wir die Szene noch einmal, ja. Beim Wurf, aber es ist natürlich schwer zu entscheiden, hat er den Ball erwischt oder die Hand des Deutschen. Michael Koch, der 20-jährige Gießner, der jüngste Mann im deutschen Team mit einer überzeugenden Leistung in den beiden Partien bisher. Der einzige Mann, den wir haben im Augenblick, der wirklich konzentriert und konsequent Spielaufbau betreiben kann. Welp und Fehlwurf. Ja, das ist der Amerikaner mit dem Fuß auf der Linie. Damit Einwurf, Ballbesitz für die Bundesrepublik. 5 Punkte Rückstand. 6 Minuten gespielt. Welp, Koch. Ja, da gibt es ein Foul gegen Kenny Smith. Das ist der Pole Cich, einer der beiden Schiedsrichter, der beide. Der andere kommt aus Brasilien. Und Cich pfeift bisher recht konsequent. Die deutsche Mannschaft kann nicht böse sein. Lutz Vadeen, ein 3-Punkte-Wurf. Er bringt die deutsche Mannschaft auf 2 Punkte insgesamt heran. 13-11. Das Rezept der Deutschen in der Abwehr, Zone, also Raumdeckung, da sehen Sie es, 2 Spieler hinten, 2 vorne. Koch versuchte den Amerikaner beim Wurf zu stören, vergeben. 15-11. Michael Koch, Lutz Vadeen. Wenn der trifft, dann hat die deutsche Mannschaft eine Chance, dran zu bleiben. Carroll, der blonde Amerikaner. Guter Weitwerfer, Smith, dann McKee mit der Nummer 9, ausgezeichneter Flügelspieler. 17-13 der Spielstand. Wieder Michael Koch, gegen den Kenny Smith, der amerikanische Aufbauspieler, immer weit vorgezogen vor der eigenen Abwehr spielt. Die Amerikaner spielen ja meist eine Manndeckung. Wechsel bei beiden Teams mit der Nummer 5, das ist Amaker, ein anderer Aufbauspieler bei den USA. Und bei den Deutschen kommt Holger Arpe, aber zunächst wird eine Auszeit genommen von der amerikanischen Mannschaft. 7 Minuten gespielt, Spielstand 17-13. Die deutsche Mannschaft hält sich ganz erstaunlich bisher, 22-19 der Spielstand. Gut 9 Minuten inzwischen vorüber in der Partie. Holger Arpe, der Leverkusener, jetzt am Ball für Armin Sova aus Bayreuth im Spiel. Und Arpe erzielt die ersten beiden Punkte. Sie sehen oder sahen eine Oberschenkelbandage. Er konnte in den ersten beiden Spielen für die deutsche Mannschaft nicht dabei sein. Elliott mit der Nummer 8.
Und Chilliam mit der 14. Auch die Amerikaner haben gewechselt. Schade. Christian Welp hatte den Ball in der Hand. Aber es ist natürlich auch so, da bildet sich ein Schweißfilm auf den Ball und da rutscht das Ding schon einmal weg. Aber das war schade, denn im Rebound unter dem eigenen Korb ist die deutsche Mannschaft bisher recht gut. Der Maker mit der Nummer 5 als Spielmacher. Charles Smith, der bisher erfolgreichste Werfer bei den Amerikanern, mit jetzt 13 Punkten. Spielstand 24-21, 3 Punkte Vorsprung für die USA. Genau die Hälfte der ersten Halbzeit vorüber. Fehlpass von Arpe. Auch das unnötig. Schade. Elliott, Dean Elliott. Gute Abwehr von Christian Welp mit der Nummer 10. Christian Welp, der ja an der Universität von Washington in Seattle in den USA studiert und gute Chancen hat, im nächsten Jahr einen Profivertrag zu bekommen, so wie Detlef Schrempf von Uwe Blapp, die natürlich dem deutschen Team sehr, sehr fehlen, aber sie sind Profis und dürfen nicht mehr. Korb durch Robinson für die USA. David Robinson, die Nummer 11, einer der herausragenden Centerspieler. 26-21. Ja, das war unnötig. Das waren zwei Fehler vorhin in der Abwehr und jetzt im Angriff. Hoffentlich passiert das nicht öfter. Welp, Arpe. Gut. Zwei Punkte durch Holger Arpe. 26-23 für die USA. Herr Maker, Fehlpass, gut aufgepasst in der Abwehr. Koch. Na, was entscheiden die Schiedsrichter? Gegen wen das Foul? Gegen den Amerikaner, die Nummer 5. Das war auch klar, er hat sich bewegt, ist in. Da sehen Sie es noch einmal, Koch hineingegangen. Tommy A. Maker von der University Duke in Virginia. Eine der beiden Mannschaften, die das Endspiel um die amerikanische College-Meisterschaft erreicht hat. Die Amerikaner haben jetzt 8 Mannschaftsfouls. Das bedeutet, dass die deutsche Mannschaft Freiwürfe ausführen darf. Die Deutschen erst 3 Fouls. Das ist ganz erstaunlich. So, 1 plus 1, das heißt, geht der Erste rein, darf er nochmal. Ja, Michael Koch, im deutschen Team bisher der erfolgreichste Werfer, der junge Gießner mit einer überragenden Leistung in allen Spielen bisher hier in Malaga. Hat beide verwandelt. Das ist ja immer so eine Schwäche bei den Deutschen, die Freiwürfe. Nur noch ein Punkt Rückstand. Also 26 USA, 25 Deutschland. Elliott, ja, da kommen sie natürlich mit der Zonenabwehr gegen die Distanzwürfe der Amerikaner im Moment auch nicht so ganz klar. Aber bisher hat sich die deutsche Mannschaft gegenüber den anderen Spielen, die die Amerikaner gemacht haben, gegen die USA, am besten aus der Affäre gezogen. Warten wir es ab. Welp. Schön abgewehrt von Robinson. Chilliam. A Maker. Oh, der Welp war dran am Ball, aber kann er nicht fangen. Elliott. Wieder A Maker. Kenny Smith. Dann Elliott. Robinson, David Robinson, schön gemacht, wechselt den Ball von der rechten in die linke Hand, 30-25. Baden. Und die nächste Auszeit von der deutschen Mannschaft, diesmal genommen von Trainer Ralf Klein, dessen Vertrag beim Deutschen Basketballbund ja noch bis zur Europameisterschaft im nächsten Jahr in Griechenland läuft und der gute Arbeit beim DBB geleistet hat als Bundestrainer. Inzwischen, da noch 3 Minuten und 20 Sekunden in dieser ersten Spielhälfte zu absolvieren sind, haben sich die Amerikaner doch ein bisschen deutlicher abgesetzt. 11 Punkte Vorsprung, 42-31. Ja, Foulspiel von McKee mit der Nummer 9 gegen Christian Welp, unseren Spieler mit der Nummer 10. Es gab einige individuelle Fehler bei unserem Team, Abspielfehler. Man konnte manche Bälle in der Abwehr nicht festhalten. Und bei den Amerikanern ist jetzt ein ganz interessanter Mann in der Partie. Da vorne sehen Sie ihn rechts im Bild mit der Nummer 4, Tyrone Bogues. Der kleinste Spieler des gesamten WM-Turniers hier in Spanien,
mit sage und schreibe 1,60 Meter. Und sowas bringen die Amerikaner als Spielmacher, haben viele gefragt, aber sie werden noch sehen, was der drauf hat, vor allem an Schnelligkeit. Freiwürfe jetzt von Christian Welp, der verkürzen kann, beide verwandelt, 42-33 der Spielstand. Charles Smith mit der 15, der bisher erfolgreichste Korbwerfer auf US-Seite. Gute Abwehr bei den Deutschen. Da ist jetzt bei den Deutschen den Spielarmen Andres, der für Bamberg in der Bundesliga spielt, und gegen ihn der kleine Tyrone Bogues. Welp, oder hat er Erfolg? 7 Punkte Rückstand. Ja, die deutsche Mannschaft hält sich gut. Jetzt wieder Tyrone Bogues. Es ist schon ein originelles Bild, wenn er zwischen den großen 2 Meter und höheren Riesen hindurch huscht. Steve Kerr, der blonde Amerikaner, ein sehr guter Weitwerfer mit einem 3-Punkt-Wurf. Andres Koch spielt jetzt mehr auf den Flügel gezogen, der Gießner mit der Nummer 6. Andres zeigt das System an, das gespielt wird im Angriff. Welp, wieder Andres, das wären 3 Punkte, aber er trifft nicht. Und Bogues, da haben sie ihn. Da gibt es kaum was dagegen zu sagen. Und dazu zu sagen, Charles Smith mit der Nummer 15 machte diesen Dunking und erzielte damit seinen Punkt Nummer 19. Der erfolgreichste Werfer bei den USA, 47-35. Arpe, der bisher gut gespielt hat, der Leverkusener. Oh, das war ein Eigenkorb. Das war ein Eigenkorb, wenn Sie so wollen, von McKee mit der Nummer 9. Ralf Klein versucht, die Abwehr zu ordnen. Sie sollen enger zusammengehen. Aber da steht natürlich dann immer ein Amerikaner frei zum Distanzwurf wie Hicker. Elliott. Und wieder Kerr. Und der ist jetzt frei, aber trifft nicht. Koch. Armin Andres. 1,80 Meter groß, der Rosenheimer, der lange in Hagen gespielt hat, jetzt beim 1. FC Bamberg ist. Hansi Gnad mit der Nummer 12. Der junge Hesse aus Langen, der in Alaska, in Anchorage studiert. Und da hinten haben wir Tony Bogues, der jetzt einwerfen wird beim brasilianischen Schiedsrichter Lobotko. So, Tony Bogues, die letzten 40 Sekunden. Und da werden die Amerikaner natürlich ihre 30 Sekunden, die ihnen zum Korbwurfversuch zur Verfügung stehen, ausspielen, um den Deutschen keinen wirkungsvollen Gegenangriff mehr zu gestatten. Naja, das ist klar. Jetzt wird rumgespielt, der Ball gehalten, aber Fehlpass, Koch, Andres. Und jetzt müsste eigentlich unsere Mannschaft ruhig spielen, beim Spielstand von 47-37, noch 13 Sekunden. Jetzt muss er abspielen, Koch. Der wirft und trifft. Nein, schade, aber im Tip-In, 3 Sekunden vor Schluss, noch ein Korb für die deutsche Mannschaft durch Hansi Gnad. Der Ball geht daneben, der Halbzeitstand 47-39 für die USA. Und der Applaus der 4.500 in der ausverkauften Sporthalle hier in Malaga gilt zu Recht beiden Teams. Vor allem das bundesdeutsche Team hat sich äußerst achtbar in dieser ersten Spielhälfte aus der Affäre gezogen. Es sind in der zweiten Hälfte 4 Minuten gespielt, der Spielstand 51-39, also 12 Punkte Vorsprung für die USA. Und die deutsche Mannschaft leistet sich ein ums andere Mal Fehlwürfe wie hier Christian Welp. Und das ermöglicht den Amerikanern natürlich zu Konter. Sehr schöne Abwehr. Jetzt muss er ziehen, und zwar den. Oh, Koch. Sie haben gesehen, wie zaghaft Ludwig den hier zum Korb ging. Da muss er doch ziehen. Schade, dass Michael Koch hier den Ball nicht mehr erwischt. Es ist eine Phase des Spiels, in dem die deutsche Mannschaft sowohl in der Abwehr einiges nicht fangen konnte, was man an Rebounds eigentlich schon fast sicher hatte, als auch im Angriff durch eine Reihe von Fehlwürfen glänzte, wenn ich das so mal ausdrücken darf.
Auch die Amerikaner nicht sehr stark in dieser Spielphase. Der schwächste Teil der Partie bisher, Michael Koch. Er hat eine Reihe von 3-Punkt-Würfen versucht, vergeben. Offensichtlich im Augenblick im Wurf nicht sehr stark, denn auch der erste Freiwurf ging daneben. Den zweiten setzt er wenigstens rein und hat damit bisher 13 Punkte erzielt, das beste Ergebnis für die deutsche Mannschaft. Spielstand 51-40. Die USA, ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit, wo sie meist über die langen Kerls in der Spielmitte, in der Angriffsmitte spielen, versuchen den Ball um die deutsche Abwehrzone herum zu passen, um ihre Weitwerfer, Distanzwerfer, in Aktion zu bringen. Das war Elliott hier mit diesem Korbversuch. Die Amerikaner bleiben im Ball nach einem Foulspiel eines Deutschen. Elliott, Kenny Smith, David Robinson, einer der bekanntesten Amerikaner, im Nachsetzen bringt er den Ball in den Korb. 53-40. Bei der deutschen Mannschaft fehlen natürlich Leute wie der Kölner Flügelspieler Mike Czekl, der ist verletzt, oder der Leverkusener Aufbauspieler Christoph Körner, er hat im Augenblick Zwischenprüfungen an der Uni. Es ist nicht das erste Team, das die Deutschen stellen könnten für die Weltmeisterschaft. Schade eigentlich, dass man bei uns nicht in der Lage ist, zu einem solchen Ereignis zum ersten Mal Teilnahme an der Weltmeisterschaft, die wirklich Besten hier zu haben. Seiteneinwurf nach Foulspiel eines Amerikaners. Sova, der trifft auch nicht. Das ist jetzt schon fast nicht mehr zu zählen, was hier vergeben wird. Die deutsche Mannschaft hat bisher einen Freiwurfpunkt in dieser zweiten Hälfte erzielt. Und es sind 5,5 Minuten gespielt. Die Amerikaner auch nicht gerade berauschend, aber doch so sicher, dass sie jetzt mit 55-40, also 15 Punkten in Vorsprung gehen. Armin Soba, auch nicht überzeugend in den bisherigen Partien. Hansi Gnad trifft wieder nicht. Ich glaube, Trainer Ralf Klein müsste eine Auszeit nehmen, aber da holt sich Gott sei Dank Michael Koch den Ball zu Soba. Geht wieder vorbei, Koch, der auch nicht. Da muss jetzt eine Auszeit genommen werden, um das Team neu einzustellen, um zu wechseln. Denn die Amerikaner durch Kenny Smith ziehen jetzt auf 57-40 davon. Trainer Klein macht auch am Spielfeldrand bereits das Zeichen zur Bank und zu den Schiedsrichtern. Er will eine Auszeit, denn in jetzt fast 7 Minuten der zweiten Hälfte nur ein Freiwurfkorb und auch dieser Wurfversuch ging wieder daneben. Baden, Schirlehm dazwischen und dann kommt die Auszeit, weil der Ball jetzt im Aus war. Zeit für Ralf Klein, seine Mannschaft neu einzustellen. Hoffen wir, dass es gelingt. Der Irbisch Tyrone Boaks, so würde ich ihn einmal bezeichnen, der kleine 1,60 große Amerikaner, baut auf für die USA. Noch 5 Minuten 40 Sekunden zu spielen, der Spielstand 71-55, also 16 Punkte Vorsprung für die USA. Die Amerikaner haben nicht berauschend gespielt in dieser zweiten Hälfte. Sie hatten auch ihre Probleme, vielleicht auch mit dem manchmal schweißnassen Ball. Zay Kelly mit der Nummer 10, den musste die deutsche Abwehr haben, diesen Ball. Zay Kelly ist der zweite Weiße im US-Team. Und jetzt verliert die deutsche Mannschaft wieder einmal den Ball im Aufbau. Das ist typisch und symptomatisch für das Spiel der Deutschen, die lange Strecken in der zweiten Hälfte ganz schwach geschossen hat. Davon ist auch Michael Koch, den sie hier am Ball sehen, nicht auszunehmen. Er hat einen einzigen Punkt in dieser zweiten Hälfte bisher gemacht. Christian Welp, Holger Arpe, Lutz Wadeen und Gunter Behnke sind da. Und Arpe, muss ich sagen, gefällt mir doch mit am besten. Der Leverkusen hat jetzt 12 Punkte erzielt. Nach Koch der beste deutsche Werfer. Arpe sowohl in der Abwehr wie im Angriff. Mit einer erstaunlichen Leistung, nachdem er ja die ersten Spiele wegen Verletzung nicht mitmachen konnte. Und wieder Charles Smith. 23 Punkte bisher. Boaks, der Kleine, gegen Michael Koch, Baden. Ja, das war ein Dribbelfehler von Lutz Baden.
dem unterlaufen einfach Dinge dem Lutz Wadeen, die einem Nationalspieler mit der Erfahrung nicht passieren dürfen. Da haben wir ihn mit der Nummer 13. Die Amerikaner haben ja auch nicht das Allerbeste hier in Spanien bei der WM. Die besten College-Spieler sind nach Ende ihres Studiums in der NBA, der amerikanischen Profiliga, gelandet, haben längst ihre Verträge. Aber dennoch reicht es natürlich, um die Deutschen zu schlagen. Kenny Smith war das. Ja, mein Gott, jetzt haben sie den Ball und dann der Fehlpass von Welk. Und Kenny Smith, der für mich stärkste US-Spieler, erzielt die beiden Punkte. Das sind natürlich anfängerhafte Fehler, die eigentlich einem Mann wie Christian Welp, der in den USA zu den herausragenden College-Spielern dieses Jahres gehörte, nicht passieren dürfen. Harpe. Ja gut, das ist ein Mann, der hineingekommen ist nach seiner Verletzung in diese Partie und voll auf seine Leistung gebracht hat, die man erwarten konnte, der Leverkusener. Vogt. Mit der 12 jetzt Hammond. Wieder Vogt. Die Namen sind Ihnen sicher unbekannt, aber ein paar, die werden Sie im Verlauf dieses WM-Turniers noch hören oder lesen. Smith zum Beispiel. Oh, da konnte man auch Foul gegen den Deutschen geben, aber Smith setzt sich durch. Er ist der Highscorer, der erfolgreichste Werfer im US-Team mit bisher 25 Punkten. Ja, was fehlt der deutschen Mannschaft? Sicher ein guter Flügelspieler. Der Kölner Mike Scheckl ist ja verletzt und nicht hier. Aber man muss auch eines sagen, das Spiel gegen die USA kann ruhig verloren werden. Um in die Zwischenrunde zu kommen, muss man Dritter werden. Schrittfehler war das von Behnke. Aber die Schiedsrichter haben es laufen lassen und dadurch Korb-Erfolg für die Deutschen. Foul von Behnke, der springt da voll auf Charles Smith drauf. Ganz klare Entscheidung, Foulspiel. So, jetzt sehen Sie es, jetzt kommt Behnke angebrummt. Und da ist keine Chance mehr für Smith. '72-62, 17 Punkte Rückstand, der Spielstand 2 Minuten 30 Sekunden zu spielen. Und Smith punktet und punktet ein ums andere Mal. Er kommt aus Pittsburgh, 21 Jahre, die Amerikaner ein ganz junges Team, 19 bis 21 Jahre höchst. Und Charles Smith geht vom Feld. Trainer Lute Olsen und sein Beraterstab, es sind ja 6 Coaches insgesamt auf der Bank der USA, holen ihn vom Feld. Das ist jetzt nicht mehr nötig, dass ihr bester Centerspieler, ihr bester Angreifer noch weiter kämpft und weiter spielt. Arpe. Welp. Wieder Arpe. Foulspiel von der Nummer 12 von Tom Hammonds aus Georgia. Noch knapp eine Minute, 81-66, der Spielstand, also 15 Punkte Rückstand, wenn es dabei bleibt, ist unsere Mannschaft gut bedient. Sie muss ja den Blick nach vorne richten auf das Spiel übermorgen gegen Italien und am Donnerstag gegen China. Damit könnte sie sich noch für die Zwischenrunde qualifizieren. Das wäre ein Erfolg, mehr kann man nicht schaffen. Schöner Pass von Vogt auf Chilliam. Ballbesitz für die Deutschen, ein Amerikaner zuletzt am Ball. 33 Sekunden, Wadeen, Koch. Jetzt werden sie es ausspielen, noch einen Korbversuch wagen. Wenn der reingehen könnte, dann wäre es noch eine achtbare Niederlage. Dass man die USA würde schlagen können, konnte man im Ernst schon vor dem Spiel nicht annehmen. Obwohl, auch das muss man noch einmal sagen, in der ersten Hälfte sich das deutsche Team recht gut gehalten hat. Lutz Wadeen mit einem Korb, 2,5 Sekunden, Jay Kelly, ja, nein, der eine Schiedsrichter zeigt an, nein, der zweite auch, es bleibt beim Spielstand von 81-68, bei der deutschen Mannschaft Arpe, Wadeen und Koch die besten Werfer, bei den Amerikanern Charles Smith. Fazit, die deutsche Mannschaft hat gegeben, was sie konnte. Für die USA reicht es heute und wird es in den nächsten Jahren noch nicht reichen. Die USA aber muss sich gewaltig steigern, wenn man in den Kampf um den Weltmeistertitel hier erfolgreich eingreifen will. Und damit zurück aus Malaga
nach Frankfurt. Tja, schade. Für die deutsche Mannschaft geht es dann am Mittwoch weiter, und zwar gegen Italien. Und dieses Spiel müssen die Deutschen gewinnen, wenn sie in die Zwischenrunde kommen wollen. Sicherlich eine ganz schwere Aufgabe. So, und nun wollen wir uns einmal ansehen, einige Ergebnisse aus den anderen Gruppen. Gruppe A, Spanien gegen Griechenland, 87 zu 86. UdSSR gegen Israel in der Gruppe B, 114 zu 77. Und in der Gruppe D, Kanada gegen Argentinien, 96 zu 82. Nun noch einige Meldungen von anderen Sportarten. Zunächst von der Tour de France. Die vierte Etappe über 243 Kilometer von Louviers nach Évreux gewann im Sport der Spanier Pello Ruiz Zabestany vor Eric van der Erden aus Belgien. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm der Franzose Dominique Genier vor seinem Landsmann und Teamkameraden Thierry Marie. Leichtathletik. Am dritten Tag der Leichtathletik-Wettbewerbe bei den Goodwill Games in Moskau hat die Amerikanerin Jackie Joyner mit 7.148 Punkten einen neuen Siebenkampf-Weltrekord aufgestellt. Im Speerwurf erzielte der amerikanische Vize-Weltmeister Tom Petranov mit 85,38 Meter eine neue Jahresweltbestleistung. Zum Auftakt der Segel-Europameisterschaft in der olympischen Solingklasse vor Warnemünde erreichten Thomas Jungblut und Jens-Peter Wrede aus Wedel die Plätze 4 und 5. In Führung liegt Helmar Nauk aus der DDR. Am vierten Wettfahrttag der Europameisterschaften in der 470er-Klasse vor Sonderborg in Dänemark mussten die bundesdeutschen Teams Positionsverluste hinnehmen. Die Frankfurter Joachim und Stefan Oetken fielen bei den Herren auf den vierten Platz zurück. Gabi Tusch und Susanne Wichmann aus Beckum und Münster rutschten bei den Damen vom ersten auf den dritten Rang. In Führung liegen jetzt zwei französische Teams bei den Herren Peponnet-Pillois, bei den Damen Lebreu-Berger. So, und zum Abschluss noch Hinweise auf die nächsten Sportsendungen im Ersten. Am Donnerstag, dem 10. Juli, berichten wir von 14 Uhr bis 18.45 Uhr vom Mannschaftsfinale der Springreiter-Weltmeisterschaften in Aachen. Und ab 23 Uhr setzen wir unsere Basketballberichterstattung fort mit dem Spiel Deutschland gegen China. So. Meine Damen und Herren, das war's für heute vom Sport. Es ist spät geworden. Falls Sie bis jetzt noch nicht eingeschlafen sind, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß bei dem nun folgenden Spielfilm, Das Erwachen. Auf Wiedersehen.